Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, eurem Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem DL2-Meisterschaftsspiel Rote Teufel gegen Krimmitschau. Am Freitag, den 16. Januar 2015, waren die Westsachsen zum ersten Mal in dieser Saison zu Gast im Kurpark. Und es war ein wichtiges Spiel für den EC Bad Nauheim, der hat zuletzt zweimal gewonnen in Garmisch und auch zu Hause gegen Weißwasser. Und jetzt wollten sie nachlegen. Vitali Arp hatte unter der Woche seinen Vertrag verlängert. Er wird also auch in der nächsten Spielzeit ein Rote Teufel sein. Genauso wie Mike Blankart, der Verteidiger. Auch er unterzeichnete einen neuen Kontrakt für die Spielzeit 15-16 beim EC Bad Nauheim. Ja, und die Krimmitschauer, sie hatten ja einige Spieler ausgetauscht. Punktuell verändert das Team und seitdem läuft es sehr gut für die Westsachsen. Aber der EC Bad Nauheim wollte natürlich zu Hause vor 2500 Zuschauern nachlegen. Erste Minute, gleich mal Max Kempel, der ehemalige Krimmitschauer, mit einer Riesengelegenheit. Und direkt im Gegenzug, Jamie McQueen nur knapp vorbei am Tor. Das waren so 2-3 Minuten, da war das Spiel so richtig offen. Aber dann besannen sich beide Teams, denn sie wussten, beide mussten hier punkten. Die Krimmitschauer wollte natürlich den Anschluss wahren auf den 10. Platz, auf den Pre-Playoff-Platz, ein schwieriges Wort. Und die Roten Teufel in Unterzahl. Dion Müller war wieder genesen mit im Spiel, hatten sogar die beste Gelegenheit hier. Harry Lange prüfte da Ryan Nye im Tor der Krimmitschauer. Also das Tor lag so ein bisschen in der Luft für die Roten Teufel, zumal noch Dan Ringwald mit dieser Szene. Ryan Nye prüfte, die Spielanteile waren bei den Hausherren. Natürlich viel Emotionen im Spiel, das war klar, denn beide mussten eben punkten. Also eine ganz wichtige Partie für beide Mannschaften. Und dann die 11. Minute. Tim May, der ja in der zweiten Reihe als Mittelstürmer agiert. Er kämpft sich die Scheibe, bekommt sie hier wieder, zieht ab und Tor. 1:0. Ein schönes Tor. Matt Baker zog ab und schießt rüber auf Tim May. Und der hält einfach drauf. Durch die Schoner von Ryan Eye. 1:0 Führung für die Roten Teufel in der 11. Spielminute in einem intensiven, temporeichen Spiel. Es war ein packendes Match. Nicht die ganz großen Torgelegenheiten, aber taktisch geprägt und interessant anzuschauen, dieses Spiel. Es waren ja zwei Tabellennachbarn, auch wenn der Abstand relativ groß war. Aber Krimmitschau wollte auch gleich mal antworten. Jan Grotscher hatte einiges zu tun, auch in diesen ersten Minuten im Spiel. Wie hier zum Beispiel von Jamie McQueen, der da im Slot freistand. Und dann also Glück, dass man das 1:0 hier mit in die erste Pause nahm. Zweites Drittel. Die Roten Teufel wollten anknüpfen, wo sie aufgehört hatten. Denn Ringwald an den Pfosten. Der Verteidiger hier zu sehen. Da war Nye schon geschlagen und er rettet also das hart gummiertes Metall für den Kanadier im Tor der Krimmitschauer. Eine Strafzeit gegen die Gäste. Es war insgesamt ein faires Spiel, nur jeweils zwei Strafzeiten gegen beide Mannschaften. Hier die zweite Strafe gegen Krimmitschauer, also das zweite Powerplay für die Roten Teufel. Da läuft das Hartgummi sehr gut. Schön in die Breite gezogen, das Spiel. Und da kommt das Hartgummi wieder zu Max Kempel. Der ehemalige Eispirat macht er es im Slot stehend nach dieser Vorlage von Vitali Arp. Hier erläuft er sich den Platz, den er braucht und zieht ab durch die Schoner von Nye zum 2:0. Jetzt also auch die Spielanteile umgemünzt in einen ja nicht ganz komfortablen Vorsprung, denn Chancen waren vorher auch schon da für mehrere Tore. Aber ein 2:0, das sah doch schon mal sehr gut aus für Peter Kujala und seine Mannen, die somit also mit 2 Tore Vorsprung in den Schlussabschnitt gehen konnten. Und jetzt war es klar, dass die Eispiraten, die Westsachsen, nochmal kommen mussten. Sie warfen alles nach vorne und jetzt war Jan Grotscher eben gefragt. Und er war stets zur Stelle. Und die Konter waren bei den Roten Teufeln. Sie versuchten natürlich jetzt hier das vorentscheidende dritte Tor zu machen. Gelegenheiten dazu waren vorhanden. So ganz zwingend war das alles nicht, aber man konnte sich hinten auch verlassen auf Jan Grotscher, der hier auch wieder zur Stelle war gegen McKay. Und dann eine Szene. Jamie McQueen, er stürzt hier, ist eigentlich schon aus dem Spiel. Und dann kommt das Hartgummi irgendwie nochmal zu ihm von Jan Grotscher. Unglücklich abgefälscht, abgeprallt, direkt auf den Schläger. Und der Kanadier in der 53. Minute macht er doch noch den Anschlusstreffer.
Zuvor die Roten Teufel, wie gesagt, das dritte Tor verwehrt geblieben. Und dann hier McQueen im Fallen, im Liegen, macht er den Anschluss zum 2:1. Sofort eine Auszeit von Petri Kujala. Ansage an seine Mannschaft. Jungs, das dritte Tor, das brauchen wir. Krimmelschau, natürlich, sie warfen alles nach vorne. Aber der EC, jetzt waren sie hinten clever gestanden. Und dann ging es ganz schnell nach vorne über Frosch. Der zieht das Spiel in die Breite. Bekommt das Hartgummi hier wieder. Lässt abtropfen. 3:1. 56. Minute. Ein wichtiges Tor. Der Deutsch-Tscheche lässt einfach nur abtropfen nach diesem Pass von Matt Baker. Hier zu sehen. Und wieder durch die Schoner von Nai. Das dritte Tor also, das dem Kanadier durch die Hosenträger geht. Zum 3:1. Das war die Vorentscheidung. Oder doch nicht? Die Eisbraten, sie natürlich mit dem letzten Mittel, das man so kurz vor Schluss eben dann nochmal ausfährt. Und zwar den Torhüter rauszunehmen. Das Tor ist leer, Auszeit Krimmitschau. Chris Lee, der Trainer der Eisberatin, mit den letzten Anweisungen. Aber zwei Tore aufzuholen, natürlich eine Hypothek. Etwas mehr als 3 Minuten noch zu spielen. Immer wieder schön, die Roten Teufel, wie sie hier das Ding abfangen. Und der Max Campbell knapp am leeren Tor vorbei. Und gleich noch einmal eine Riesengelegenheit. Matt Baker läuft hier ins Abseits. Das Hartgummi zwar im Netz, aber sei es drum. 3:1 hieß es am Ende. 3 völlig verdiente Punkte für den EC Bad Nauheim und auch 3 wichtige. Nun ist man punktgleich mit Rosenheim. Die sind 10. Also der Playoff-Platz ist auf jeden Fall in Reichweite. Aber da geht noch mehr. Zum 5. Platz sind es nur 3 Zähler. Wir sind gespannt. Es bleibt spannend. Es wird bis zur letzten Partie hier spannend und eng bleiben in dieser DL2-Saison. Eine tolle Spielzeit bislang für alle. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Heimspiel am 23. am Freitag im Januar nächste Woche hier wieder mit dabei seid. Da wird der Daniel Polzer natürlich dementsprechend gebührend verabschiedet im Kölnl-Leitstadion. Tim May, er mit einer tollen Partie, das Eigengewächs. Lässt sich natürlich feiern von der Fernkurve. Also wir würden uns freuen, nächstes Spiel, nächsten Freitag gegen Kopfbeuren. Seid wieder mit dabei im Stadion oder auch gerne hier bei Timeout, eurem Torwitz-Kanal des EC Bad Nauheims. Wir sehen uns. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss.